Mit Elektrohubwagen oder auch Elektropalettenwagen kann man mühelos schwere Lasten wie Paletten transportieren. Sie kombinieren die Funktionen eines traditionellen Handhubwagens mit der Effizienz eines Elektromotors, wodurch sowohl das Heben als auch Fahren automatisiert werden kann. In diesem Video wollen wir uns die drei besten Elektrohubwagen von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Leistungsklassen anschauen. Bleib also unbedingt bis ganz zum Schluss des Videos dran, um alle hier vorgestellten Elektrohubwagen kennenzulernen und deinen persönlichen Favoriten herausfinden zu können. Über die Links in der Videobeschreibung kannst du dich nach dem Video noch zusätzlich zu den Modellen informieren und deinen Favoriten dort auch direkt bestellen. Starten wir das Video direkt mit dem Einsteigermodell. Es handelt sich um den Elektrohubwagen EZY12 von Stier. Der Stier Elektrohubwagen kommt mit einer maximalen Tragkraft von 1200 Kilogramm. Er verfügt über ein robustes Chassis mit verstärkten Gabelzinken für eine besonders lange Lebensdauer. Außerdem kommt der Hubwagen serienmäßig mit Ein- und Auslaufkufen und Einlaufrollen. Er funktioniert mit einem großen Akku, welcher hier verbaut ist und eine Laufzeit von bis zu 6 Stunden garantiert. Mit einem zusätzlichen Akkupack kann die Betriebszeit noch einmal verdoppelt werden, womit man auch über besonders lange Zeiten autark arbeiten kann. Die ergonomische und gummiummantelte Busdeichsel ist mit einem integrierten Multifunktionsdisplay ausgestattet. Dieses gibt Auskunft über die Entladung der Batterie, die verbrachten Betriebsstunden, den Fahrmodus und auch etwaige Fehler. Durch ein integriertes PIN-Code-Panel kann der Hubwagen sicher und einfach auch ohne Schlüssel in Betrieb genommen werden. Vor allem überzeugt dieses Modell durch einen extrem starken Wendekreis bei Rangierfahrten und auch die Tandemlastrollen garantieren hier ein einfaches Überfahren von Schwellen oder auch kleineren Hindernissen. Die integrierten Stützrollen garantieren eine sichere und stabile Kurvenfahrt und insgesamt ist dieses Modell an allen Ecken und Enden extrem hochwertig verarbeitet. Das macht es auch für den industriellen Gebrauch geeignet bzw. für den Dauerbetrieb über viele, viele Jahre. Bei diesem Modell hat man ein hochwertiges, stabiles und besonders funktionales Modell mit langer Akkulaufzeit, starkem Wendekreis und auch super Tragekraft. Mit 1200 Kilogramm ist diese allerdings trotzdem die geringste im Vergleich, aber der Stier Elektrohubwagen ist auch insgesamt der mit dem geringsten Preis. Und wenn du dich jetzt noch genauer zum Stiermodell informieren möchtest, kannst du das gerne über den ersten Link in der Beschreibung tun. Aus der zweiten Preis- und Leistungsklasse möchten wir den Elektrohubwagen PTE 1.5 von Ameise vorstellen. Das Ameise-Modell kommt mit bis zu 1500 Kilogramm Belastbarkeit und überzeugt ebenfalls durch eine extrem starke Bedienung und Flexibilität. Der Ameise-Hubwagen ist extrem stabil, verarbeitet und behält sich trotzdem noch seine Manövrierfähigkeit. Selbst auf kleinstem Raum kann man sicher und präzise manövrieren, was besonders bei beengten Platzverhältnissen wie in einem LKW zum Tragen kommt. Mit dem Smart Magnetic Key System im Magnetschloss ist der Elektrohubwagen sofort betriebsbereit. Alle Fahr- und Hubfunktionen werden über den benutzerfreundlichen Multifunktions-Deichsel-Griff gesteuert, wo man auch die integrierte Batterie-Ladeanzeige finden kann. Das starke Stahlgehäuse dieses Modells schützt die Antriebseinheit und bietet auch gleichzeitig guten Schutz vor Verletzungen im Fußbereich. Die wartungsfreie langlebige 24 Volt Lithium-Ionen-Batterie ist für eine Lebensdauer von 2 bis 2,5 Stunden pro Tag ausgelegt. Ein schnelles Zwischenladen ist jederzeit über das mitgelieferte externe Ladegerät möglich. Optional kann man aber auch einen Wechselakku für noch eine verlängerte Akkulaufzeit bekommen. Für uns ist das Ameise-Modell das Beste aus der leistungstechnischen Mittelklasse. Der Palettenhubwagen überzeugt durch eine hohe Stabilität und vor allem Manövrierfähigkeit bei sehr robuster Tragkraft. Über den zweiten Link in der Videobeschreibung kannst auch du dich jetzt noch genauer zum PTE 1.5 von Ameise informieren und dieses starke Modell aus der zweiten Preisklasse dort auch direkt bestellen. Bleib aber ansonsten gerne noch kurz dran, denn jetzt möchten wir dir unser absolutes Favoritenmodell vorstellen. Es handelt sich um den Elektrohubwagen E20 von Oswald. Und es ist unser Favorit, weil er bei gleicher Größe und viel günstigerem Preis eine nochmal bessere Stabilität besitzt. Er kann nämlich Traglasten bis 2000 Kilogramm aushalten, der mit Abstand beste Wert im Vergleich. Er kommt mit einem 1000 Watt Elektromotor, welcher für diese hohe Tragfähigkeit ausgerichtet ist. Der bürstenlose Motor erfordert keine Wartung und kann in Kombination mit der effizienten Lithium-Ionen-Batterie eine maximale Laufzeit von mehreren Stunden bieten. Der 48 Volt 10 Ampere-Stunden Lithium-Ionen-Akku ist in Windeseile aufgeladen und bietet dann genügend Power für auch längere Einsätze. Auch die Fahrgeschwindigkeit kann hier zwischen 4 und 5 km/h eingestellt werden und durch den extrem leistungsstarken Motor besitzt das Modell nicht nur eine hohe Traglast, sondern kann auch starke Steigfähigkeiten bis 20% im unbeladenen Modus und immer noch bis zu 6% mit Vollbeladung aushalten.
Für uns besitzt das Oswald-Modell das mit Abstand beste Preis-Leistungs-Verhältnis, denn er ist wesentlich günstiger als die zuvor vorgestellten Elektrohubwagen und besitzt dabei die mit Abstand beste Tragfähigkeit. Über den dritten Link in der Videobeschreibung kannst du dich jetzt selbst noch weiter zum Oswald E20 informieren und diesen starken Preis-Leistungs-Sieger bei Interesse dort auch direkt bestellen.